willkommen zu einem weiteren Video von tutube.de. Dieses Mal wird es ein irgendwie komisches, eingeschobenes Video, um das mal so auszudrücken. Und zwar wird es darum gehen, dass wir eine komplette Grundlage schaffen für eine vernünftige, professionelle Webseite mit HTML und CSS. Es wird mit HTML und mit CSS gearbeitet, wie gesagt. Es wird allerdings nicht mit irgendwelchen Sachen gearbeitet wie JavaScript oder sonstigen Dingen. Das kommt vielleicht später noch dazu. Es wird also nur ein komplettes Grundgerüst sein. Was ihr hier seht, ist noch mein Facebook-Tab, der offen ist. Das braucht jetzt nicht zu sein. Ist hier unsere Seite, die wir bis jetzt gemacht haben. Ich gehe jetzt in unseren normalen Ordner rein und werde diese Datei in einen anderen Ordner reinschieben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal alt und werde eine neue Datei anlegen. Diese Datei nenne ich auch index.html und ich werde dazu direkt noch eine Datei anlegen und diese Datei werde ich jetzt einfach mal css.css nennen, beziehungsweise kommen wir machen mal style.css, damit man das Ganze auch besser sehen kann. Ins Index-HTML-Seite ist unser Grundgerüst dann später zu sehen und in Style-CSS ist dann unser ganzer CSS-Code ausgelagert. Als nächstes müssen wir jetzt hingehen, unseren Notepad++ öffnen, den ich hier benutze, das mal aktualisieren lassen und unser komplettes HTML-Zeugs wieder reinschreiben. Ich mache das jetzt mal komplett ohne Doctype, beziehungsweise im HTML5. Wird sowieso kein richtiger Doctype angegeben, weil da das HTML quasi schon ausreicht. Jetzt muss ich mich aber kurz konzentrieren. Reden und Schreiben ist bei mir manchmal so eine Sache. Das klappt nicht immer super gut. Im Moment aber schon. Und doch, Title ist mein Grundgerüst, nenne ich das jetzt einfach mal. Und damit haben wir unser Grundgerüst quasi schon fertig. Wir gucken uns das Ganze mal an. Nichts hat sich geändert, außer dass hier oben mein Grundgerüst steht. Nochmal eine kleine Sache vorneweg. Wenn ich jetzt irgendwas hier reinschreibe und dann mit ganz vielen Üs und Ös und sonstigen Umlauten, werden diese hier angezeigt. Das sollte auch so sein. Wenn er das nicht macht, dann müssen wir für die Umlaute solche Sachen benutzen, zum Beispiel für ein Ü, ein und U, UML. Und und solche Dinge, aber das werden wir jetzt erstmal im Moment hier nicht brauchen. Also falls es bei euch nicht geht, dann macht das Ganze. Man könnte natürlich auch hingehen und im Head-Bereich Meta-Informationen einbinden. Und zwar zum Beispiel hier Meta-Charset gleich UTF-8. Und dann das Ganze nochmal ausprobieren. Da ist jetzt ein Ü drin. Und dann sieht man, das funktioniert nicht. Das heißt, da ist nämlich immer das Problem, wenn nämlich der Standard, das Standard UTF-8 ist, dann wird das Ganze nicht ganz so einfach funktionieren. Falls es bei euch also nicht funktioniert und automatisch die Seite so aussieht, wie ich das gerade gezeigt habe, müsst ihr das Ganze auch nicht einbinden, sondern ihr müsst anstatt UTF-8, ich habe das mal vorbereitet, ISO-8859-1 einbinden. Das ist nämlich eine Definition für diese Buchstaben, dass die auch angezeigt werden. Und zwar, wie gesagt, eine ISO-Norm. Wir können nämlich jetzt nochmal zurückgehen, die Seite aktualisieren und dann funktioniert das Ganze auch wieder. Ich brauche es jetzt hier nicht, ich werde es trotzdem aber drin lassen. Wir fangen jetzt an und werden unser Grundgerüst erstmal erstellen. Für unseren Grundgerüst möchte ich folgende Dinge haben. Ich möchte einen Header haben, ein Menü haben, einen Content-Bereich haben und einen Footer haben. Wir fangen jetzt an mit unseren Divs. Divs wären dann unsere Bereiche. Das heißt, wir machen Div ID Header, schließen den mal, gehen jetzt einfach nochmal hin und machen, ups, wir sind ja faul, wir kopieren das Ganze einfach, kopieren es nochmal und nochmal, machen dann hier ein Menü, ich nenne das mal Left, machen hier noch ein Content rein und machen hier einen Footer rein. So, jetzt werde ich aber nochmal einen Div außenrum machen, den nenne ich jetzt Wrapper. Wrapper wird dafür da sein, dass wir unsere ganze Seite auch mittig anordnen können und das nicht so doof wie einige andere Seiten an der Seite rangequetscht wird.
jetzt unsere Seite öffnen, sehen wir ja nichts, weil warum auch? Wir haben ja nicht viel geändert. Müssen jetzt unsere CSS-Datei einbinden. Wir haben diese schon angelegt. Hier ist Style.css heißt sie und liegt im gleichen Ordner. Die CSS-Datei bindet man auch hier oben im Head-Bereich an und zwar mit Link. Ich habe da aber mal schon etwas kopiert. Ups, nein, ich habe da noch nichts kopiert. So, mit Link. Und jetzt können wir noch sagen, was wir haben wollen. Das heißt, wir müssen gleich rel gleich Style-Sheet eingeben. Style-Sheet, so schreibt man das, ja. Dann müssen wir unseren Typ nochmal angeben und das ist Text-CSS. Und wir müssen noch unsere Link angeben, also unsere href, Hyperlink-Reference, wie man auch bei dem A-Tag das Ganze kennt. Unsere liegt im gleichen Ordner und heißt style.css und somit können wir das Ganze auch angeben und unsere CSS-Datei ist eingebunden. Jetzt müssen wir diese noch öffnen, ich ziehe sie mal hier rein und wir sehen, dass die Datei geöffnet ist. Jetzt können wir hingehen und Standardsachen festlegen, müssen wir aber noch nicht, sondern wir gehen jetzt hier hin und werden sofort mit unserem Wrapper anfangen. Das heißt, wir gehen hin und machen Wrapper und schließen das Ganze wieder und gehen jetzt hier rein und können Sachen festlegen. Wir brauchen einmal den Abstand nach links und nach rechts, also Margin Left gleich Auto. Das heißt automatisch den Abstand, was heißt, dass unsere Seite nachher auch mittig ist. Auto. Und ich mache mal einen Background Color von, weiß ich nicht, ich mache die Hintergrundfarbe mal rot. So, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal an und sehen immer noch nichts. Warum sehen wir nichts? So, man muss jetzt immer aufpassen. Man kann einen Punkt benutzen oder, deswegen habe ich das jetzt gerade gezeigt, oder eine Raute benutzen. Ich habe jetzt nochmal hier den falschen Weg gezeigt. Einen Punkt benutzt man, wenn man Class benutzt hat, eine Klasse. Und eine Raute benutzt man, wenn man eine ID gemacht hat. Wir haben hier IDs gemacht, also war das schon richtig. Man hat trotzdem nichts gesehen. Ja, natürlich hat man nichts gesehen, weil wir noch nicht die Größe und alles festgelegt haben und hier theoretisch noch nichts da ist. Das heißt, wir müssen jetzt noch unsere Größe festlegen. Das heißt, wir gehen hin und machen eine Breite von, machen wir mal sowas wie Standardseite 980 Pixel und eine Höhe legen wir jetzt auch mal fest. Die Seite wird dann erstmal noch nicht dynamisch sein von, sag ich mal, 600 Pixeln. Dann gehen wir mal hin und gucken uns das Ganze an und sehen hier, hey, unser Bereich ist rot, 980 Pixel breit, 600 Pixel hoch und links und rechts genau mittig. Das ist schon mal so, wie wir es wollten. Jetzt müssen wir uns noch darum kümmern, dass in diesem Bereich, ich mache den einfach mal ein bisschen größer. Das hier soll mal eben weg, das nervt mich. So, und in dem Bereich muss jetzt unsere Seite rein. Hier oben ein Header, hier ein Menü, hier der Inhalt und hier noch der Footer. Ich lasse das jetzt mal so rot, damit wir gut erkennen, wo wir jetzt gleich drin arbeiten. Wir können jetzt hingehen und den Header bearbeiten. Das heißt, wir machen das gleiche wie oben mit dem Wrapper auch, nur weil, dass wir jetzt den Header bearbeiten, also die ID Header, und schreiben hier jetzt etwas rein. Die Breite von dem Header, die können wir auf 100% machen. 100%. So. Die Höhe, die setzen wir mal auf, weiß ich nicht. Ich mache jetzt, ups. Ja, 200 Pixel. Einfach mal irgendwas. Und wir gucken uns das Ganze an und sehen noch nichts. Klar, warum sehen wir nichts? Weil wir keine Hintergrundfarbe haben. Ich mache die jetzt mal in dieser Farbe so und sehen, unser Header ist jetzt grün und das ist der ganze Bereich. Damit das Ganze jetzt ein bisschen schöner aussieht, könnte man den Abstand nach hier, nach oben und nach da noch verändern und alles. Aber wir müssen bedenken, das Rote im Hintergrund wird später weg sein. Das ist eigentlich nur unser Container, in dem die Seite liegt, damit auch komplett die ganze Seite mittig ist. Jetzt gehen wir hin und das mache ich jetzt mit Absicht und machen unseren Footer. Warum, das zeige ich euch jetzt gleich. Wir gehen hin und machen den Footer. Ich gucke mir die Seite nochmal eben an.
Ja, natürlich auch 100% breit. Die Höhe reicht aber von 20 Pixel. Das wird schon reichen. Und ich mache jetzt mal die andere Hintergrundfarbe rein und zeige euch das jetzt. So, der Footer ist jetzt da. Der wird so diese Größe haben, wobei der doch noch ein wenig größer sein kann. So. Und das Ganze muss jetzt nur nach unten, weil der Inhalt und das Menü noch da rein muss. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich belasse es aber jetzt im Moment hier. Wir sehen nämlich, der Footer steht eigentlich unter den anderen Divs. Allerdings wird ihr trotzdem direkt unter dem Header angezeigt. Das wollte ich euch damit mal präsentieren. Wir gehen jetzt hin und machen das Menü. Wir haben hier ein Menü. Left habe ich extra gemacht, damit wir auch später rechts hier noch ein anderes Menü hinzufügen können und das nicht Menü 2 nennen müssen oder so. Das linke Menü sollte keine Breite von 100 Pixel haben, sondern da unsere Seite sowieso 980 Pixel breit ist, können wir der Seite auch eine feste Breite zuweisen. Also, dem Div Menü Left, also unserem Menü. Wir gehen jetzt hin und sagen einfach mal, das soll jetzt, 300 Pixel breit sein und eine Höhe von, ja, mal gucken, wie das aussieht, wenn da 100% steht. Es sieht nach nichts aus. Hier sieht es auch noch nach nichts aus. Menü left. So, man sollte es auch richtig schreiben. Und sehen hier, dass das Menü da ist. Jetzt zeige ich mal kurz was anderes. Wenn ich hier 100% hinschreibe, was ich eigentlich machen wollte, dann sehen wir, das geht wirklich 100% lang, so wie die Seite eigentlich ist. Ist im Moment nicht gut, deswegen lassen wir das auch wirklich weg und sagen, okay, mach jetzt einfach mal 500 Pixel. Ist erstmal egal, das werden wir uns dann später noch drum kümmern. Wie wir jetzt sehen, ist, dass unser Footer, ich habe jetzt natürlich die gleiche Farbe, das ist nicht gut. So. Meine Güte, so. Ich habe den mal schwarz gemacht und sehen, dass unser Footer hier wirklich jetzt hier drunter ist. Warum? Weil die Divs immer automatisch untereinander angeordnet werden. Außer es passiert etwas. Da wir jetzt natürlich noch hier rechts unseren Inhaltsbereich reinkriegen müssen, müssen wir natürlich dementsprechend noch etwas anderes machen. So, als nächstes müssen wir jetzt noch hingehen. Ich habe da gerade mal was ausprobiert. Genau so. Was spinnt da hier auch rum? Und müssen, wie gesagt, gucken, dass wir das ein bisschen ändern. Und zwar, dass wir sagen können, dass hier neben noch ein Div sein kann. Unser Div, welcher daneben sein muss, nennt sich Content. Weil da unser Inhalt ist. Wenn wir jetzt die Breite von 300 Pixel haben und 980 Pixel minus 300 rechnen, dann sollten wir bei ungefähr 680 Pixel sein, wenn ich gut in Mathe bin. Die Höhe lasse ich jetzt auch mal bei 500 Pixel und mache jetzt mal das Gegenteil, und zwar weiß als Farbe. Und was sehen wir? Der hängt sich hier drunter und da drunter ist erst der Footer und der springt voll aus dem Wrapper raus und das ist ziemlich unschön. Dafür gibt es jetzt folgende Möglichkeit. Wir können dem Menü Left sagen, dass er anders ausgerichtet werden soll. Dafür gibt es die Möglichkeit, Flow zu benutzen und wir sagen Left. Das heißt, die Divs fließen alle nebeneinander links, also links angeordnet nebeneinander. Das sieht dann so aus. Der daneben ist auf jeden Fall anders angeordnet. Das Problem an der Geschichte ist jetzt, der hängt jetzt hier und hier immer noch drüber, was eigentlich auch nicht sein soll. Das Problem werde ich jetzt einfach mal ganz einfach aus dem Weg schaffen. Wie ihr seht, funktioniert das mit dem Float und den Ausrichten nicht immer ganz so super. Wir können aber jetzt in dem Content-Bereich noch sagen, die Ausrichtung soll einfach rechts sein. Und da er sich dann rechts ausrichtet, wird er sich auch natürlich rechts an dem Wrapper ausrichten. Wenn wir das Ganze jetzt aber so machen, dann sehen wir auch, okay, hier passt das, nach hierhin passt es auch. Wir weisen dem jetzt trotzdem mal eine andere Farbe zu. Ich ändere mal einfach irgendwas und weiß nicht, welche Farbe das ist. Okay, das ist jetzt so ein Ton,
aber wir wollen vielleicht doch lieber einen anderen Ton haben. Ja gut, ist jetzt nicht die beste Farbe, sticht aber raus und wir sehen, der geht wirklich nur bis hierhin und auch bis hierhin. Und das ist genau das, was wir wollten. Allerdings, wo verdammt nochmal ist unser Footer hin, würde sich jetzt jeder normale User fragen. Gut, der Footer, der richtet sich jetzt auch rechts aus und das ist nicht super gut. Das ist nämlich das Problem bei den Diffs, dass es dann ziemlich schnell passiert, dass die anderen Sachen sich auch so komisch ausrichten. Dafür gibt es aber eine gute Möglichkeit, diese Ausrichtung wieder aufzuheben. Wir könnten jetzt hingehen, unter dem Footer hier noch einen, oder beziehungsweise über den Footer noch einen Div zu erstellen, welches wir dann etwas zuweisen. Wir können das aber auch direkt in unserem Div machen. Und zwar gehen wir hin und werden hier clear reinschreiben mit both. Wir können auch nur reinschreiben clear left oder clear right oder both für beides. Das heißt, dass wir jetzt einfach sagen, wir heben diese Ausrichtung jetzt auf beiden Seiten auf und somit habe ich mit dem Footer auf jeden Fall keine Probleme mehr. Ich führe das Ganze aus und sehe, der Footer ist auch wieder da unten. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut und ziemlich nützlich. Im nächsten Schritt sollte man sich jetzt überlegen, was man mit der Seite genau machen möchte. Möchte man jetzt hingehen und sagen, okay, das soll alles so aneinander gequetscht bleiben? Soll vielleicht die Seite immer in der gleichen Größe bleiben und man müsste hier runterscrollen, wenn im Inhalt viel mehr drinsteht, als passen würde. Und genau wie mit dem Menü auch, wobei das Menü jetzt für mich noch ein bisschen zu breit geraten ist. Deswegen gehen wir hin und machen unser Menü noch ein bisschen kleiner. Ich sage jetzt einfach nur mal 100 Pixel, muss das dafür auch noch auf 800 erweitern. So. Okay, nein. Ah. Gut, man sollte gucken, was man macht. 200 Pixel ist, glaube ich, besser. Ja gut, das reicht für ein Menü auf jeden Fall. Und man kann natürlich jetzt gucken, macht man eine ganz normale Hintergrundfarbe oder nicht? Und wie macht man das mit dem Verlaufen, alles drum und dran? Darum kümmern wir uns aber nicht. Wir wollen ja ein Grundgerüst haben. Und dieses Grundgerüst sieht jetzt erstmal nur vor, dass wir das unserem ganzen Wrapper auch anpassen. Das heißt, wir gehen einfach hin und weisen denen noch weitere Höhen vor. Und zwar sage ich, dass der Content-Bereich eine Höhe von 800 Pixel haben soll. Ups. Naja, vielleicht nehmen wir doch 600 Pixel. Ja, okay, das reicht. Hier brauchen wir auch 600 Pixel. So, und können jetzt im Wrapper einfach sagen, wir machen jetzt 800 Pixel, damit das auch am besten passt. Und sehen den Wrapper jetzt nicht mehr. Die Hintergrundfarbe vom Wrapper blende ich jetzt einfach auch mal aus. Das ist nämlich irrelevant, ob wir das sehen oder nicht, weil das sollen wir ja nicht. Jetzt würde ich noch gerne hingehen und die einzelnen Bereiche nicht so aufeinander gequetscht haben. Allerdings schreibe ich noch was hier rein und zwar, das, was die Teile auch für Funktionen haben. Das können wir uns jetzt mal angucken und sehen dann Header, Inhalt, Footer und hier steht natürlich auch was drin. Linkes Menü. Ach, ich mache die Zeile mal wieder weg. Gibt bei mir gerade Probleme. Ach man, ist auch egal erstmal. Ich habe jetzt keine Lust, mich darum zu kümmern. Wir müssen jetzt hier die Umlaute einbinden oder hier oben was machen und bla bla bla. Ist auch kackegal, braucht ihr jetzt gerade nicht. Ich bin gerade noch ein bisschen durcheinander damit. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hin und machen hier noch Abstände zwischen. Das heißt, damit wir das Ganze auch so haben, ich kann das ja auch mal anders machen. Ich kann die Seite ja mal nur so darstellen. So. Und den Code hier hinhauen, damit man das vielleicht noch besser erkennen kann, was wir hier machen. Wir gehen jetzt hin und werden uns darum kümmern, dass hier in einem Header ein Abstand ist. Das heißt, wir können entweder den beiden hier unten einen Abstand nach oben geben oder den Header einfach einen Abstand nach unten. Ich gebe dem Header einen Abstand nach unten und das können wir machen mit Margin Bottom und sagen jetzt einfach mal 10 Pixel und gucken mal, wie das aussieht. So, er hat jetzt einen Abstand nach unten gemacht. Die 10 Pixel finde ich okay und das belasse ich auch so. Jetzt mache ich noch einen Abstand zum Footer, beziehungsweise ich gebe dem Footer einen Abstand nach oben, was einfacher ist, und
Sache auch 10 Pixel. Footer macht den Abstand nach oben. Der möchte jetzt gerade nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso. Ich bin etwas überfordert. Ist auch egal, wir gehen einfach Menü Left hin und sagen einfach, der soll einen Abstand nach unten haben, damit wir das ganze Problem gelöst haben. Und sagen hier 10 Pixel und dann macht er das auch. Hier an dem Beispiel hat man gerade ziemlich gut gesehen, dass HTML auch manchmal rumspinnt und nicht genau das macht, was man eigentlich möchte. Deswegen ist das auch nicht immer ganz so einfach. Jetzt möchte ich noch zwischen dem Menü und dem Inhalt noch einen Abstand haben. Wenn ich schon mal im Menü einen Abstand nach unten gemacht habe, mache ich auch direkt einen Abstand nach rechts und sage auch einfach mal 10 Pixel und gucke mir das Ganze an. Und was sehen wir? Es passt nicht mehr genau. Ich schiebe das nochmal rein hier. So. Warum passt es nicht genau? Das ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Und zwar liegt es daran, dass wir hier einen Abstand nach rechts machen von 10 Pixel, das hier aber rechts angeordnet ist und der Bereich 980 Pixel breit ist. Das heißt, zusammen mit dem, den Abstand und dem Div hier, sind wir nicht mehr bei 980 Pixel, sondern bei 990 Pixel. Und deswegen kann er das nicht mehr rechts anordnen in diesem Teil hier drin, springt also runter unter diesem Div hier und ordnet das dann rechts an, was ziemlich unschön ist. Deswegen gehen wir jetzt in unserem Content-Bereich rein und sagen, die Breite soll nicht 780 Pixel sein, sondern einfach 770 Pixel, führen das Ganze nochmal aus und sehen, es passt alles perfekt. Und der Abstand hier ist auch perfekt. Somit haben wir unser Grundgerüst erstellt und können dem jetzt noch andere Sachen hinzufügen, indem wir den Text unten im Footer machen, die Farben richtig erstellen, Buttons reinhauen und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Grundgerüst. Den normalen Code dazu und wie ihr seht, wird das immer mittig angeordnet, wie ich gesagt habe, hier auch. Ich kann das auch nochmal so machen. Immer schön mittig. Und die Größen sind natürlich jetzt gleich. Im Moment besteht noch das Problem, der würde nicht immer weiter nach unten gehen bei dem ganzen Inhalt und so weiter. Wenn aber der ganze komplette Inhalt drin ist, dann macht das nichts. Dann kann man auch die Größe nach unten rausholen. Also hier, wie man hier sieht, hier in zum Beispiel Menü Left, die Höhe, die kann man dann rausholen, wenn das Menü eh immer gleich groß ist und es keine andere richtig doofe Hintergrundfarbe ist, dann kann man einfach sagen, okay, das fällt gar nicht auf und da steht einfach nur Text drin und fertig. Also das ist alles kein Problem. Dafür muss Inhalt auf die Seite. Ihr könnt gerne rumprobieren damit. Diesen Code werde ich euch natürlich zur Verfügung stellen von beidem hier. Das ist es ganz einfach für Anfänger. Keine komplizierten Dinge. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Ich hoffe, ich werde euch auch weiter in Zukunft helfen. Abonniert, kommentiert und schreibt Wünsche, was ihr denn gerne so hättet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin raus. Tschüss und bis dann.